Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir relativ schnell abschließen können, wo aber vielleicht nicht der ein oder andere gleich drauf kommt. Und zwar finden wir das einmal hier unter Erkunden. Und dann sind wir hier ganz unten bei dem Erfolg hier. Und zwar schimpft sich der Glücksgroschen. Und was müssen wir dafür machen? Entdeckt etwas Geld in euren Abenteuerführer. Klingt komisch, ist aber so. Wir müssen einmal in den Abenteuerführer rein und die Schwierigkeit ist jetzt wieder das Symbol zu erkennen. Ah ja, hier haben wir es. Und hier in unserem Abenteuerführer können wir jetzt Gold rausholen oder beziehungsweise nicht Gold, sondern, naja, ein bisschen weniger. Und dafür müsst ihr einfach wieder mit dem Pfeil ein bisschen durchklicken. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Wenn man alle möglichen Aktivitäten, die wir absolvieren kann, kann man da sich angucken. Und hier, wenn man relativ weit hinter scrollt, dann kommt hier Kupfermünze. Und wir können uns quasi ein Kupfer aus unseren Abenteuerführer holen. Das machen wir jetzt mal. Dann gibt es eine Quest. Und diese Quest belohnt uns mit einem K, also nicht 1000, sondern wirklich ein Kupfer. Das geben wir ab. Und tada, wir haben das Achievement. Sowas gab es in WoW noch nie. Es ist nicht schwierig, aber man muss halt wissen, was man machen muss. Und ja, dann gibt es schon mal die ersten Erfolge hier aus Dragonflight. 5 Punkte bringt das Ganze, eine Quest abgeschlossen, falls ihr Quest sammelt und zusätzlich gibt es dann noch ein Kupfer, also wenn ihr euch jetzt mit allen euren Chars durchlockt und ihr 100 habt, dann habt ihr ein Silber zumindest zusammen, also ihr könnt reich werden. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Guide, mal ein bisschen eine kürzere Geschichte, mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tilla, bis zum nächsten Mal, ciao!